zeige ich euch zum letzten Mal meine Enercon-Sammlung. Ich habe heute mal alle rausgeholt, nochmal, die ich habe. Also nur die Enercon jetzt Solar. Ne? Ich löse meine Sammlung auf. Und ja, wenn ihr das Video seht, sind wahrscheinlich alle weg. Bis auf, warte mal, welche behalte ich denn? Ganz hinten die 138er und die E40er. Die wurde damals an jemanden übergeben, der hat einen Enercon Windpark gekauft mit E40-Anlagen und hat die persönlich überreicht bekommen von Alois oder Elois Wobben. Das war halt der Gründer von Enercon. Und ja, hat ein Denkmal gesetzt. Ne? Ja, und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, die Modelle zu verkaufen. Ich habe die ja nur schon jahrelang. Und mein Privatleben hat sich halt auch vieles verändert und da denkt man auch viel nach, man wird auch älter. Das Zeug steht nur in der Vitrine oder zum Teil halt meistens im Karton nur, liegt im Schrank. Ist auch was wert und da ich noch eine zweite Leidenschaft habe, das Motorradfahren, habe ich mich entschlossen, wieder ein Motorrad zu kaufen. Und da kann man halt jeden Cent auch gebrauchen, ne? Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, die Sammlung aufzulösen. Also ich habe noch ein paar Modelle auf jeden Fall, die werde ich auch behalten, die mir am Herzen liegen, auch die alte, die Südwind S46 als Modell habe ich noch, dann habe ich noch so eine große Enercon E01, also ein Holzmodell, die E01 als Guss, wo auch viele scharf drauf sind, da überlege ich immer noch, aber ich glaube, ich werde sie wahrscheinlich behalten, es sei denn, es erpresst mich jemand mit so viel Geld, dass ich nicht nein sagen kann, nee, eigentlich will ich sie erstmal behalten, dann habe ich noch die Dwin D6 als Metall oder als Guss und ja, einen Haufen Vestas-Anlagen, 112er habe ich noch rumliegen, V90, V47, ja, und Nachbauten von so einer großen E40 habe ich, also so eine E40 als Nachbau habe ich noch, die behalte ich auch, die E33 habe ich als Nachbau, E18 als Nachbau, die werde ich alle behalten, ja, nur halt das hier kommt weg, ja, haben alle auch mehr Freude damit dann, ich hatte meine Zeit damit jetzt und irgendwann, ja, es ist halt wie gesagt, ich habe lange darüber nachgedacht und habe mich jetzt dazu entschlossen. Ich habe ja damals meine Offshore-Sammlung schon aufgelöst, weil ich mich verkleinern wollte und jetzt, ja, habe ich halt jetzt den Schritt gewagt und habe die ins Netz gestellt und wie gesagt, wenn das Video rauskommt, sind wahrscheinlich alle weg. Ich denke mal schon, ja. Die Drucki-Zucki sind ja doch sehr gefragt, ne? Ja. Also wir haben jetzt hier auf dem Tisch noch stehen, hier vorne haben wir die E160 EPI 5 E3 mit der E-Gondel, dahinter ist die E40, die 6.44, dann haben wir die 138er da, die E3, also EP3, E3, da haben wir noch schön E66, niegelnagelneu ist er, dahinter die E40, die ich behalten werde, die hat aber schon eine andere Solarplatte drauf, deswegen dreht die sich auch schneller. Ganz hinten haben wir eine E82, da gibt es ja auch verschiedene Ausführungen. Hier vorne haben wir auch wieder eine E40, sieht man hier auch, andere Solarplatte. Dahinter eine E40, 5.40, ne? Die ist auch sehr gefragt. Problem ist halt bei den Dingern, da reißen sie sehr gerne die Narben, die Maschinenhäuser, das ist halt alles doof. Ne? Und ich habe es jetzt wirklich im Karton nur gelassen und gar nicht in die Vitrine gestellt. Dahinter haben wir dann noch die Enercon E70, die auch sehr selten ist, also die findest du ja kaum, ne? Ich kann ja mal kurz das Logo zeigen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Sieht man das da? Wird wahrscheinlich unscharf mit dem Flügel. Ja, und dahinter noch, genau, die behalte ich ja noch, die E38, die stelle ich zum Beispiel draußen ans Fenster. Ne? Ja, das ist so meine kleine feine Sammlung noch, die jetzt noch da ist und dann aber nicht mehr da ist. So, mal hier schön in einer Reihe. Ne? Das sind jetzt nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, genau 10 Stück, siehst du? Guck ein. Geiles Bild, oder? Toll. Ja. Wie gesagt, ich habe echt lange überlegt, aber ja, ich habe dann welche in der Vitrine stehen. Wie oft guckst du da in der Vitrine, ne? Das ist halt, ich habe sie einfach zu lange schon. Ja. Und irgendwann muss man sich von allem trennen. Das ist wie so, ja, wie gesagt, man denkt halt auch immer weiter im Leben, weil man ja auch älter wird. Was man halt, was ihn halt glücklich macht im Leben noch so, ne? Und oder was ich davon habe und mein Hobby, wie gesagt, ist ja immer noch Motorradfahren. Zurzeit habe ich kein Motorrad, aber es fehlt mir halt auch, das merke ich, und damit könnte ich zum Beispiel auch im Windpark fahren und schöne Videos drehen, ne? Das kann ich mit den Modellen nicht, aber mit diesen Modellen, quasi mit den Erlös aus diesen Modellen, kann ich mir halt wieder ein Motorrad holen. Also es reicht jetzt nicht das Geld dafür, ne? Das ist klar, dass ich selber noch was zusteuern muss, aber es hilft auf jeden Fall.
deswegen, ja, ob sie nun im Schrank liegen oder ja, jetzt jemand anders erfreuen, ne? Von daher gebe ich sie ab oder habe sie abgegeben dann. Ja, vom Motorrad habe ich jetzt Spaß, Freude, ne? Ist halt cool. Das ist so jetzt momentan das, was mich glücklich macht im Leben. Weil sich jetzt doch bei mir im Leben ein bisschen was geändert hat. Und da denkt man doch schon ein bisschen mehr nach, wie es weitergeht und was man möchte noch im Leben. Und das sind halt nur materielle Dinge. Klar, das Motorrad ist auch materiell, ne? Keine Frage. Aber man kann damit was anfangen halt, ne? Man kann, you know, man kann damit reisen, die Welt sehen. Das ist auch so mein Ding, so Reisen halt. Im September werde ich zum Beispiel wieder nach Dänemark fahren. Mit einem Camper. Ich habe mir einen Camper gemietet schon mal. Siehst du, kann ich schon mal ein bisschen spoilern, was auf euch zukommt dann. Demnächst dann. Da freue ich mich auch schon ganz doll. Und das ist so mein Leben eigentlich, ne? Ja. Das, was mich glücklich macht. Klar, die Modelle ist auch ein schönes Hobby, die zu besitzen, aber es ist halt so ein Besitz, was totes Kapital dann für mich ist, was nur rumsteht und ja, wo man halt ein bisschen, ja, ich meine, die haben einen gewissen Wert, ja, keine Frage, was einem dann zugute kommt für was Neues halt, ne? Ja, und deswegen müssen die jetzt weichen. Ich weiß, dass ich die nie wieder bekommen werde, weil die diese bekommen dann, die werden die auch nicht mehr rausrücken. Es ist einfach so. Achso, ein paar E40 behalte ich aber trotzdem noch. Ich habe nochmal 3 Stück. 2 ohne Solar habe ich noch und dann halt die sich ganz schnell gedreht hat. Die werde ich behalten. Ne? Ja. Die bleiben in meiner Sammlung. So, was ich denn? 10 Stück habe ich dann noch um die Zähne, würde ich jetzt sagen. Oder 15. Ist immer noch ein bisschen was, ne? Aber die müssen jetzt alle weichen hier. Genau. Du wisst ja erstmal Bescheid. Deswegen zeige ich euch die Sammlung jetzt nochmal komplett so, was ich hier habe. Wie gesagt, das sind jetzt nur die Solar. Und die ohne Solar habe ich jetzt quasi drinnen stehen. Aber die hucke ich jetzt nicht raus, weil das ist, die würden jetzt einfach nur doof dastehen, ne? Wir wollen ein bisschen Bewegung im Video haben, ja. Ne? Boah, ich könnte mir jetzt stundenlang das angucken. Das ist so geil, oder? Ja, und was mich auch so stört halt bei diesen Modellen, ist auch die neuen jetzt, die EP3, EP5 Modelle. Die Qualität halt, ne? Die Flügel, das ist alles Schrott. Die Motoren halten nicht ewig. Ich weiß auch nicht mit den Maschinenhäusern und so, ob das alles, ja, wenn du die nicht in Karton lässt, das vergilbt ja auch alles rucki zucki. Man sieht es ja an den alten Modellen, wie die aussehen schon, wenn man sie nicht pflegt oder wenn man sie in der Sonne stellt, dafür sind sie eigentlich gedacht, ne? Dann, wie gesagt, reißen die Maschinenhäuser, die Narben, die reißen ganz gerne, das ist halt, das lässt sich nicht vermeiden und das ist halt ein bisschen schade. Ja. Aber gut. Was willst du machen? Das ist halt altes Material. Wenn ich so bedenke, wie alt die Modelle teilweise sind, manche sind locker über 20 Jahre alt. Ne? Die neuen jetzt nicht, aber hinten die E40, die andere E40, die E66. Das ist halt so ein Glückstreffer gewesen. Die ist wirklich nagelneu. Und ja, habe ich auch nie so aufgebaut. Großartig, nur mal für Videos kurz, damit sie sich mal ein bisschen drehen kann. Aber funktioniert halt alles, ne? Läuft. Ja, aber ich stelle mich mal nochmal hin und zeige mal von oben. Die ganze Reihe. Ja. Kleine feine Sammlung. So, nochmal so hingestellt. Schön, oder? Richtig geil. Ach ja. Tja. So sieht's aus. Die guten Enercon 66. Also wir haben jetzt hier die 40, immer die 5.40 und die 6.44 haben wir. Das sind die kleinsten, dann haben wir die E66, hier vorne gleich. Dann die E70, hier weiter links. Und E82 verschiedene Modelle, also mit Solarplatten und auch diese Ausführung. Diese Narbe sind doch verschiedene dabei halt. Und die Turmlängen glaube ich auch. Ja, dann haben wir wie gesagt die 138 EP3. E3, genau, dann die EP5, E3, siehst du, ich habe eine vergessen aufzubauen. Die EP3, die 138, EP3, E1. Scheiße. Die habe ich jetzt vergessen, die ist noch im Karton drin, aber gut. Stellt euch einfach vor, dass sie da noch entsteht, ihr kennt sie ja auch. Quasi so der Abklatsch von der E40 ist das halt, das Maschinenhaus, ne?
Ja, die habe ich jetzt vergessen. Oder ich hole sie. So, da ist sie, ne? So sieht das aus. Da hatte ich die in der Verpackung drin. Quasi die meisten sind noch neu, die EP3, EP5. Die ich glaube noch nie aufgebaut. Folie, Schutzfolie ist noch drauf. Sieht man ja hier auch. Da ist sie drauf. Da hinten ist sie drauf. Da ist sie drauf. Ne? Ja, und bei der E66 auch natürlich. Sieht man nicht mehr ganz so gut, aber sie ist drauf. So, da steht die gute. Ja. Das ist die 11. Anlage. Ja, quasi die EP3. Die 138 EP3. E1 quasi, die hat noch diese fette Narbe, ne? Und dann gibt es ja die E2 mit dieser Kugelnarbe, ne? Und dann die E3 ist dann halt, hier ist sie doch, mit dieser E-Gondel, ne? Was dann quasi die Zukunft von Innercon ist. Ja, weiter dann links daneben. Nee, Quatsch, hier ist sie. Ach, scheiße, das ist der Stuhl, nicht wundern. Ich gehe mal so runter hier. So, da ist die 160er. Die hat ein bisschen längeres Maschinenhaus, ne? Und die 138 hat ein bisschen kürzeres. So sieht das aus. Ja, tja, hier sind sie nochmal schön. Hier vorne habe ich jetzt die 138 hingestellt. Ja. Das ist dann die E2 quasi. Ne, Quatsch, die E1. Die hat diese fette Narbe. Und dann gibt es hier noch die E2 mit dieser Kugelnarbe. Ne? Ja, die Kugelnarbe haben jetzt die quasi die auch die E138 und E160. Die E3 dann quasi. Ne? Da sieht er sie. Ja, ich finde ein schönes Gesamtbild ist das hier nochmal. Ne? Kann man sich schön angucken. Beruhigt einen irgendwie, weiß nicht. Könnt jetzt hier stundenlang zugucken, wie sie sich drehen. Herrlich. Ja, und vor allem das Geile ist halt auch bei diesen Anlagen, die drehen sich auch bei, ja nur bei Licht, ne? Wenn es hell ist draußen. Dann reicht es meistens schon. Nicht alle, aber fast alle von Innercon so. Ihr seht ja, die Sonne geht jetzt weg. Und sie drehen sich immer noch alle. Tja, meine Lieben, sehr schön. Mit Wäsche im Hintergrund zu sehen, ne? Ich habe nämlich gewaschen, ja. So sieht's aus. Ja. Ja. Jetzt habt ihr die neuesten Infos eigentlich so. Wie gesagt, im September geht's nach Dänemark hoch. Da freue ich mich ganz dolle. Und ansonsten mal gucken. August habe ich nochmal Urlaub. Zu Arni wollte ich nochmal. Mal gucken, wann das klappt. Vielleicht klappt das im August oder im Oktober nochmal, ich weiß es nicht. Hätte ich mal auf jeden Fall Bock drauf. Ja, das ist so der Stand der Dinge. Ansonsten werde ich immer mal ein paar Windparks besuchen. Windpark Feldheim ist jetzt eigentlich abgeschlossen erstmal. Die 138er werden im November, glaube ich, errichtet. So war der Stand der Dinge. Genau. Dann Windpark Malterhausen, Dana, beziehungsweise in Dana war ich jetzt erst. Da kommt das Video noch. Das ist bestimmt dann raus, wenn das hier online kommt, würde ich behaupten. Da wird nächstes Jahr, kommt da eine Innercon E138, kann ich mal zeigen, diese kommt da hin, da ganz hinten die EP3 E3 mit E-Gondel, 160 Meter Nahenhöhe, da bin ich ja echt mal gespannt, die habe ich jetzt noch nie gesehen, ja, und dann kommt sie da hin nach Feldheim, ist es eine Erweiterung, kein Repowering, ne, schon cool, ja, da bin ich mal gespannt. Da war ich nämlich neulich erst mit dem Fahrrad und habe ein Update gebracht als Video, aber wie gesagt, das müsste jetzt dann online sein. Ja, ich muss das jetzt dann erstmal schneiden. Ne? Ja, wie gesagt, meine Lieben, das ist jetzt erstmal das letzte Video von meiner Windkraftanlagensammlung, quasi Innercon jetzt. Ne? Vielleicht mache ich auch nochmal ein Video mit denen, die ich noch habe, die aus Guss, die aus Holz, aber es sind halt alles keine Solarmodelle. Ne? Ja, ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu langweilig ist oder nicht, weil hier ist ja doch ein bisschen Bewegung drin. Hier wollte ich nochmal kurz einen Unterschied zeigen mit den Innercon E82. Manche haben halt ein Logo dran, da steht auch unten E82 dran. Dann siehst du halt hier noch die. Die hat ein rundes Maschinenhaus hinten quasi und das hier ist mit einem Flacharsch. Ne? Da siehst du es, hinten ist abgehackt und die Narbe vorne ist auch viel spitzer. Da seht ihr ein bisschen so einen Unterschied und den gibt es halt noch mehr. E82, also ohne Solar, die ich noch habe. Jetzt habe ich hier gerade keine mehr draußen. Das sind jetzt die beiden, die ich noch habe mit Solar. Hatte ich nur zwei Stück? Ja, scheinbar. Das würde ich nochmal sagen. Ja. Ja, und hier siehst du jetzt, sieht man so ein bisschen, ne? Das ist von dieser älteren Innercon E82 und dann hier die neuere schon wieder. Ja, das hat sich halt auch ständig verändert, diese Verpackung, ne? Mit diesem Logo, also Aufdruck. Ja, ich fand die noch schöner hier. Ja, gut. Ich denke, ich habe genug gesabbelt. Dann bis zum nächsten Video. Reingehauen.